Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, dieser Allerseelentag, den wir jährlich begehen und der, wie wir hautnah erfahren können, nicht mehr besonders gefragt ist und nicht mehr besonders beliebt, auch unter Katholiken nicht, er spricht eine dreifache Mahnung an uns aus. Und diese dreifache Mahnung ist verbunden mit einer dreifachen Sorge. Die Sorge um die Toten, die Sorge um die Sterbenden und die Sorge um uns selbst. Dieser Tag hat seine tiefe Bedeutung. Und wir sollten nicht zu kurz denken, wenn wir sagen, naja, irgendwann haben das die Mönche im Mittelalter eingeführt. Das ist zwar vom Datum her richtig, aber die Sorge um den Tod, die Sorge um das rechte Sterben, das Bewusstsein, dass die Toten nicht einfach weg sind oder ins Nichts fallen, das finden wir im Neuen Testament schon. Darauf gründet dieser Tag. Es gerät so vieles in Vergessenheit, dass wir für die Verstorbenen, für die Toten etwas tun können. Sie, die jetzt keine Stimme mehr haben. Sie, die jetzt mit ihrem Leib in der Erde ruhen und ihre Seele schläft. Bis zur allgemeinen Auferstehung der Toten, am Ende der Zeit, am letzten Tag. Wir feiern diesen Tag sehr nah, direkt einen Tag später nach Allerheiligen. Und wenn man die Landschaft so beobachtet, hat man den Eindruck, wir könnten alle Seelen eigentlich streichen, weil wir feiern in Allerheiligen schon alles mit. Weil man kann das oft bei Ansprachen ja hören, alle sind im Himmel, alles ist gut, alle sind schon erlöst. Warum haben wir eigentlich noch Heilige, wenn alle im Himmel sind? Alle leisten Fürsprache, egal wer da gerade gestorben ist. Nein. Die Heiligen, liebe Schwestern und Brüder, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, sind, so sagt es die Kirche, die Vollendeten, die jetzt schon bei Christus sind. Deshalb können sie Fürbitte für uns leisten. Das gilt nicht für alle Toten. Im Gegenteil, hier kommen wir nämlich ins Spiel. Wir können für die Toten etwas tun. Wir wissen, dass niemand frei von Schuld ist. Wir haben diese Lesung gehört, ich habe die heute gesucht. Sie steht gar nicht bei den Auswahllesungen für aller Seelen. Sie war früher am Allerseelentag eine wichtige Lesung. Und wir haben vielleicht alle, oder viele vielleicht, einige, sagen wir so, die schöne Vertonung des deutschen Requiems von Johannes Brahms im Ohr. Selig die Toten, die im Herrn sterben. Ausruhen sollen sie von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das ist ein wundervolles Wort, das uns die Offenbarung des Johannes schenkt. Wie viel Trost steckt darin, aber auch zugleich, wie viel Realismus und wie viel Gerechtigkeit. Denn das ist der Zustand, in dem sie sind, wie sie Gott begegnen. Gott, der unendlich barmherzig ist, Gott, der aber zugleich auch gerecht ist. Alles andere wäre ein fauler Trick, ist ein pastoraler Schwindel und dummes Geschwätz. Am Schluss wird schon irgendwie alles gut. Ach, der liebe Gott ist ja dann nicht so. Das ist eine Karnevalsnummer, diese liebe Gott. Was ist mit der Ungerechtigkeit dieser Welt? Das bleibt alles so, weil am Schluss wird ja alles gut. Was ist mit den Toten? Was ist mit denen, denen kein Gerichtshof dieser Welt Gerechtigkeit verschafft, hier auf der Erde? Was ist mit denen? Die bleiben in ihrem Unrecht. Die bleiben in ihren Wunden liegen, in alle Ewigkeit. Nein, liebe Schwestern und Brüder, das ist nicht christlicher Glaube. Natürlich, alle empfehlen wir der Barmherzigkeit Gottes, gleich was sie auf dem Kerbholz haben. Aber sie sollen ausruhen von ihren Werken, ihre Werke folgen ihnen nach. Und hier kommen wir zum Beginn zurück, zu der dreifachen Sorge. Unsere Aufgabe ist es, für die Toten zu beten. Es scheint mir auch unter Katholiken ganz in Vergessenheit zu geraten, dass wir die Messe feiern können für die Toten.
weil wir mit ihnen hier verbunden sind. Weil jedes Mal, wenn wir Messe feiern, wir in der Gegenwart Gottes sind, wo auch die Toten nicht verloren sind. Es kommt ihnen etwas zugute aus dieser Feier des Gedächtnisses von Tod und Auferstehung Jesu Christi. Es ist auch die Sorge um die Sterbenden. Das ist beinahe noch schlimmer. In unserer Kirche hierzulande sind de facto die Sterbesakramente abgeschafft. Wir denken eher daran, den Bestatter schon zu rufen, während da noch jemand in den letzten Zügen liegt, als den Priester, die auch dann manchmal nicht kommen. Ich weiß, dass es schwierig ist. Man muss dann manchmal 4, 5 Leute anrufen, weil wir das selber vergessen. Wie wichtig ist es, gerade den Sterbenden die Wegzehrung zu geben? Wir denken, wir lassen sie bis zum Schluss in dem Glauben, es steht zwar schlimm um dich, aber sterben musst du nicht. Und irgendwann sind sie dann weg und dann, naja, da wird der liebe Gott schon alles richten. Die Hilfsmittel, die die Kirche hat, die Sakramente, die Krankensalbung, die Wegzehrung. Warum helfen wir den Sterbenden nicht mit diesen Sakramenten? Und schließlich auch mit dem Gebet. Und das ist die dritte Mahnung dieses Tages an uns. Gleich welches Lebensalter wir haben, gleich in welcher Situation wir sind, wir können uns heute schon fragen, obwohl das niemand von uns bestimmen kann und bestimmen darf, wie will ich sterben? Der heilige Benedikt mahnt seine Mönche in der Regel, sich den drohenden Tod täglich vor Augen halten. Damit meint er aber nicht jene gehässige Fratze des Todes, die uns ab und zu über die Schulter schaut und uns sagt, du kommst auch dran. Sondern es ist wie ein kleiner Vorgriff auf Franziskus, der im Sonnengesang singt vom Brudertod. Denn darin gründet doch unser Glaube, dass der Tod nicht etwas Schreckliches ist, sondern ein durchaus enges Tor. Und es kann sehr eng sein, aber ein Tor, das zum Leben führt. Alle die Gebete, die wir heute gesprochen und hier gesungen haben, sprechen davon. Mit den Heiligen lass ruhen deine Diener am Ort des Erquickens. Dahin will Christus uns führen. Dazu hat er das Kreuz auf sich genommen. Dazu hat er auch seine Kirche gestiftet und die Sakramente dazu. Als Hilfsmittel, als Heilmittel für die Wunden dieses Lebens und für die letzte große Wunde, für die des Todes, die er geheilt hat durch sein Sterben und Auferstehen. Alles das, was wir tun können, die Mahnungen dieses Tages, für die Toten, für die Sterbenden und für uns selber, gründen genau darin. Und so ist dieser Tag eine starke Anfrage an unseren Glauben an Christus, an seinen Tod und an seine Auferstehung.